Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Da sind wir dabei, das ist prima. Viva Erotica! Wir hören jetzt am besten auf zum Singen und denken tatsächlich vielleicht ein bisschen länger nach. Leute, die wenig Geld haben und deswegen auf die glorreiche Idee kommen, sie können Erotikfilme produzieren, weil man damit Geld verdienen kann. Okay, nein, ganz ehrlich, das tue ich euch nicht an meinem Kanal. Bleibt wirklich auf YouTube. Und ich überlasse das andere denen, die das vielleicht besser können. Aber ganz im Ernst, der Film Viva Erotica, der jetzt von dem Vinegar Syndrome Partner Label Kani Releasing veröffentlicht wurde, ist ein durchaus interessanter Streifen. Eben eine Tragikomödie, die eine ähnliche Geschichte erzählt, dass jemand... dass ein Regisseur, der Problem hat, Arbeit zu finden, eben die Möglichkeit bekommt, einen Cut-3-Film zu drehen. Aber er ist dann natürlich hin und her gerissen, einerseits zwischen seiner künstlerischen Vision und seinen Geldproblemen. Und das Ganze klingt eigentlich relativ witzig. Mehr oder weniger eine Art ernste Version von Zack and Miri Make a Porno. Und tatsächlich finde ich, dass der Titel Sing and May Make a Porno fast noch ein bisschen cooler klingt als das, was uns Kevin Smith geliefert hat. Dazu sehen wir in dem Film noch dazu die absolut großartige Shu Kui, die wir beispielsweise von über 80 Filmen bis hin zu The Transporter mit Jason Statham kennen. Sie hat in Armor of God, Chinese Zodiac mitgespielt und wahrscheinlich noch so vielen anderen, die wesentlich besser sind, die ich jetzt aber auf die Garen einfach nicht gesehen habe. Under Control mit Jackie Chan, der, einer der miesesten Jackie Chan Filme, aber trotzdem eine relativ coole Sache, eine coole Schauspielerin, die man definitiv erkennt und ein Film, den man wahrscheinlich definitiv nicht erkennt, weil Viva Erotica hat es bislang noch nie im deutschsprachigen Raum gegeben und wahrscheinlich wird sich das auch nicht mehr ändern. Der Film wurde nämlich bereits im Jahr 1996 gedreht, ist eben eine klassische Cut 3 Produktion in Hongkong von Universe auf DVD veröffentlicht und jetzt eigentlich, zumindest laut OFDB, das erste Mal international ausgewertet in Amerika. Das bedeutet natürlich auch, gut, das schauen wir uns dann nachher an, dass es sich um einen Release im Originalton mit Untertiteln handelt. Cool, finde ich aber auch, dass eben dieses kultige Cut-3-Logo hier rechts, hier links unten auf dem Backcover quasi geprägt ist und mit partiellem Glanzlack überzogen ist, dass wir eben hier quasi diesen Gruppenshot von dieser Produktion auf dem äußeren Cover verteilt sehen, auch hier natürlich fortgesetzt über den Spine mit dem schön spotlackierten Titelschriftzug. Das Ganze hier finde ich ein absolut perfektes Frontcover ist, mit der Tatsache, dass man die Kamera sieht, die Klappe sieht, das ist für mich alles einfach etwas absolut Kultiges, weil wer mich kennt, weiß, ich liebe Filme über das Filmemachen, beziehungsweise Filme, die halt generell zumindest ein bisschen auch hinter die Kulissen des Filmgeschäfts blicken lassen. Dazu bekommen wir dann hier auf dem Frontcover von dem tatsächlichen Keepcase auch ein, wie ich finde, sehr schönes und vor allem sehr stilvolles Motiv, das aber trotzdem nicht das Motiv ist, das wir damals eben bei der Originalversion aus Hongkong sehen. Und man muss sagen, offensichtlich ist das ein durchaus bekannter Film, weil es in der IMDb über 100 Fotos von diesem Film gibt. Das heißt, dass der sicherlich auch ein bisschen seine Fanbase und seinen Kultfaktor hat. Schön, dass ich das jetzt entdecken darf. Ich mag dieses Frontcover-Artwork trotz der weitestgehenden Unschärfe ganz gerne, aber vor allem finde ich, passt es ein bisschen schön zu diesem... Diese Szene, mich ein kleines bisschen erinnert an Tommy Wiseau am Anfang mit dieser Sexszene in The Room. So mit seinem müssen wir das jetzt drehen? Aber wir können aufs Backcover schauen. Da sehen wir dann natürlich eben ein paar Ausschnitte aus dem Film. Es gibt da die Informationen und eben genau das, worauf ich vorher hinaus wollte. Es ist die Originalfassung mit Untertiteln. Das Ganze dann limitiert auf nur 3000 Stück. Sicherlich eine sehr nette Sache. Aber auch hier zumindest in ganz klein angegeben, dass es sich scheinbar um einen Region Code A Release handelt. Dazu haben wir dann eben hier im Inneren mehr oder weniger nur einen, ja, ich sage jetzt einmal stilistischen Farbverlauf dazu, weil als wirkliches Bild oder Motiv kann man das ja jetzt nicht unbedingt bezeichnen, aber wir haben dann eben auch was relativ Einfaches und quasi nur
Stilistisches auf der Disc und etwas, das es bei Vinegar Syndrome grundsätzlich recht selten gibt, tatsächlich auch bei den Partnerlabels nur recht selten gibt. Es gibt bei diesem Release sogar eben auch ein Booklet. Und da bekommen wir dann einerseits ein paar Ausschnitte aus dem Film, auch die in erster Linie eben quasi fast bis zur Unkenntlichkeit herangezoomt, dass es sich eben da fast schon gar nicht mehr um Bilder, sondern eben einfach wirklich nur um übertriebene Darstellungen handelt. Das ist mehr oder weniger aus derselben Szene, die auch das alte internationale oder original Hongkong Plakatmotiv gegeben hat und hat hier meiner Meinung nach eine relativ coole Aufmachung, die speziell ist, jetzt nicht unbedingt wahnsinnig reißerisch, aber ich habe mich irgendwie trotzdem in die Idee und in das Konzept von dem Film verliebt und deswegen gedacht, jawohl, das ist einer von den Partner-Releases, den ich persönlich definitiv nicht auslassen will.